Ich bin im Gespräch mit Daniel von Gua Fair. Hallo. Daniel hat eben am Rheinland-Pitch mitgemacht und den dritten Platz belegt. Daniel, was macht denn Gua Fair? Gua Fair stellt einen Wachmacher-Kakao her. Wir haben eine Mischung zwischen Kakao Guarana und besonderen Gewürze. Und das macht halt einen wach oder macht einen wach? Genau, das macht dann ziemlich wach. Und für eine längere Zeit, viel länger als einen normalen Kaffee. Okay. Und ihr führt das schon fertig aus Lateinamerika ein oder mischt ihr das hier zusammen? Also wir mischen das alles hier zusammen. Wir haben die unterschiedlichen Produkte halt aus Lateinamerika und anderen Regionen. Und wir mischen das hier alles selber. Das ist unsere Rezeptur. Wir haben das ausarbeitet. Und jetzt machen wir das zusammen mit den Produktionsunternehmen. Mit dem können wir das skalieren. Und wo kommt das Fair her in Gua? Das Fair kommt, weil wir fair gehandelten Zutaten haben. Das bedeutet, unsere Produzenten vor Ort bekommen auch eine große Marge von den einzelnen Zutaten, was wir von denen einkaufen. Das ist das Faire. Es gibt Vorfinanzierung und es gibt eine langfristige Partnerschaft. Das bedeutet, wir wollen mit denen langfristig zusammenarbeiten. Wo kann man den Gua Fair kaufen? Momentan sind wir auf 3 Cafés in Berlin. Man kann es aber auch über unseren Webshop kaufen und bald in Köln auch in mehreren Cafés. Unser Webshop ist guafair.de. Und in Köln gibt es dann auch demnächst zum Probieren, ja? In Köln gibt es jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten 2 Monaten in mehreren Cafés zu probieren. Wie groß ist euer Finanzierungsbedarf? Wie viel an Geld müsst ihr einsammeln? Wir suchen einen Business Angel, der halt Interesse an der Lebensmittelproduktion hat, der halt Erfahrungen in der Gastronomie und Vertrieb hat. Und wir suchen ungefähr nach 80.000, 100.000 Euro für unsere Finanzierung. Okay, das Produkt ist aber alles fertig, ja, und das kann man also heute schon bestellen und dann morgen genießen. Tatsächlich, und wach. Dazu werden, natürlich. Okay, wir werden also erstmal schläfrig und trinken dann den Kakao. Genau. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir.